Lesioff, wenn du jetzt sofort aus dem Wasser kommst, habe ich was richtig, richtig Tolles für dich. Trust me, du wirst es lieben. Es wird dein Herz erwärmen. Und das ist kein Euphemismus. Trust me. Er vertraut irgendwelchen Idioten. Fuck. Kommt erstmal mich ein bisschen kuscheln. Auch in Ordnung, muss auch mal gekuschelt werden. Das sehe ich ein. Und jetzt bitte einmal in die Kamera gucken. Ich habe das Gefühl, dass meine kompletten Wyvernfeuer komplett daneben gehen und ihn keinster Weise interessieren. Und das finde ich wirklich nicht gut. Da müssen wir ein bisschen was gegen tun. Zumindest die Kleinen treffen, aber ich habe das Gefühl, dass die Kleinen viel zu langsam sind. Ich schlage halt wirklich sehr viel lieber zu. Man kommt hier unten auch so ein bisschen durch. Das ist in Ordnung. Das heißt, wir können ein bisschen zuschlagen. Dann müssen wir uns nicht mehr auf Schüsse fokussieren. Wir hätten vielleicht auch vorher eine sinnvolle Waffe farmen können. Nur so eine spontane Idee. Was auf jeden Fall voll creepy, wenn du dann bei deiner Arbeitsstelle bist, eigentlich der Meinung bist, hey Mensch, ne, es ist so schon so ein bisschen mein persönlicher Raum und Ort. Und ich habe das schon nicht sehr gerne, wenn da irgendjemand einfach mal sich denkt, wie wäre es, wenn ich da einbreche. Theoretisch haben, also es gibt keine Einbruchsspuren an der Wand, deswegen sind wir nicht sofort auf die Idee gekommen, dass es vielleicht ein Einbruch sein könnte. Ich habe hier eine Falle gelegt, das heißt, er wächst das Gebiet, oder? Jetzt gucken wir mal, möglichst schnell davon abzuhalten. Dankeschön, wir können auch einmal ausnahmsweise tatsächlich eine Schallbombe nutzen. Nur so eine spontane Idee. Ja, mein Fallenplacement ist vielleicht nicht perfekt, aber doch, doch. Mein Fallenplacement ist einfach so weit vorausgedacht, dass keiner von euch bisher mitdenken konnte. So sieht's nämlich aus. Jetzt konnte ich gerade nicht sinnvoll angreifen, weil ich kurz mich freuen musste, wie fucking 10 von 10 Epicness geil ich bin. So nämlich. Ein wahrer Pro-Hunter-Move war das. Er ging einfach über eure Köpfe hin. Weg, meine Damen und Herren. Zumindest von allen, die mich jemals in Frage gestellt haben. Was natürlich keiner meiner treuen Zuschauer ist. Obviously nicht. So, okay, wir kommen hier tatsächlich relativ gut durch. Das heißt, ne, wie gesagt, ich würde ein bisschen meine Schüsse mal sparen und einfach so ein bisschen zuschlagen. Ah, da war was Schönes. Extra nur für den Plesiov-Angewehr. Ich bin tot. Schade. Ah, ja, der Pro-Gamer-Move. So sieht's aus. Schön, wie noch Tony, wollte ich sagen. Schön, wie noch alle auf mir drauf rumtanzt. Wie ihr alle auf mir rumtanzt. Das gefällt euch allen wieder, ne? War ja mal wieder klar. So, das Schöne ist, wir können jetzt Big Brain Move machen. Wir verwerfen eine Schallbombe und nehmen dafür zwei wieder mit. Ah, easy. Okay, let's go back into business. Das heißt, ne, nach einem bisschen, das sieht schon ein bisschen derpy aus. Nach einem bisschen, okay, gut, vielleicht hat ja jemand einfach freundlicherweise eine Weinflasche hier gelassen, Incident. War es dann schon so ein bisschen... Nee, nee. Warte kurz, Plesio, warte kurz. Ich glaube, ich habe im letzten Part allen etwas zu viel gelobt. Ich weiß, ich sollte nicht so schadenfroh sein, weil mir passiert das auch regelmäßig, aber what the fuck, Alan? Ich finde das schön, wie er es einfach ignoriert hat, komplett ignoriert hat und einfach weitergerannt ist, um die nächste Bombe zu werfen, so wie, oh shit, hat keiner gesehen, let's go! Aber doch, Alan, alle haben es gesehen, alle. Und alle werden sich für immer darüber auslachen, wie du die Katze warst, die sich selbst mit einer Bombe abgeworfen hat. Das ist to be fair auch schon wieder fast impressive. Ja, jetzt machen wir gerade nicht mal im Sand, das sehe ich ein. Muss man auch mal ein bisschen Pause machen. Oh mein Gott. Ah, ich weiß, ich habe ja auch schon ein paar Mal mit der Bombe hochgejagt. Alles gut, ihr könnt mir jetzt gerne Zusammenschnitte zeigen, wo ich das getan habe und ich nicht gut bei aussah. Aber ich wollte nur noch mal ganz kurz gesagt haben, allen kann das auch. Und das ist auch etwas, was uns allen erfreut.
Okay, wir haben mehrere Optionen hier rauszubekommen. Ich würde jetzt ganz gerne noch einmal relativ coole Dinge machen und... Das haben wir das geklärt? Dann halt nicht. Dann gehen wir einfach wieder ins andere Gebiet. Wir wollten ja eh nicht gegen den Plesiov kämpfen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Probieren wir es doch mal auf der anderen Seite. Vielleicht funktioniert es da auch einfach besser, muss man mal sagen, wie es ist, ne? Schläft er? Ne, er schläft nicht, hat wieder seine Flosse eingeklappt. Das heißt, jetzt, wenn wir wüssten, wo diese verdammten Frösche wären, vielleicht sind sie doch wirklich nur im anderen Gebiet, das kann natürlich sein, könnten wir ihn wunderbar rausangeln. Ach, wie perfekt der auch zum Angeln steht. Ne, das heißt, aber wir machen das anders, das heißt, ich kann mich kurz ein bisschen vorbereiten. Das heißt, ich kann... Ah, ungefähr hier sollte gut sein. Hat der Typ ein Schwein, dass er die Bombe damit nicht hochjagt. Und... Let's go. Irgendwie muss man es ja machen, damit er auf einen aufmerksam wird. Und eigentlich sollte er jetzt gleich rauskommen. Ich hatte es eigentlich genauso gelegt, dass du da perfekt reinkommen kannst. Plesiov, was soll das denn? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Wenn ich dich laut anschreie, kommst du raus. So hieß es im Vertrag. Muss ich jetzt noch eine Schallbombe werfen? Das ist erstmal nur... Das macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich sollte er jetzt wütend sein und nicht noch eine Schallbombe brauchen. Aber ist okay, dann machen wir das hier drüben. Gehen nochmal auf Nummer sicher. Ja, dir ist kalt. Meh. Ach, er hat mich noch gar nicht bemerkt gehabt. Das ist natürlich auch toll. Okay, ihr denkt jetzt, ich müsste diese Bombe alleine zünden. Weit gefehlt. Schade. Ich hatte gehofft, dass er einfach jetzt in die richtige Richtung sein wunderbares Wassersträhchen macht. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Der wird mich reinbaiten. Ich werde nicht der Einzige sein, der heute dumme Dinge mit Bomben gemacht hat. Ich sehe es schon, komm schon. Jawohl. Das hat's nicht kaputt gemacht. Sehr schön. Wir ihn stattdessen doch. Ich habe das Gefühl, dass dieser Kampf dezent an die 50 Minuten dauern wird, weil ich mit der Waffe nicht durch ihn durchkomme. Das ist wirklich hardcore belastend. So, wenn du jetzt kurz... Na, ich darf nicht vor der Bombe stehen bleiben. Dann wird er einfach einen Wasserstrahl drauf machen und ich werde weinend in der Ecke sitzen und alle wirklich auslachen, so wie ich es verdient habe. Was ein bisschen schade ist und wirklich nicht sein muss. So, das heißt, wir können festhalten, dass grundsätzlich die Eisengewehrlanze doch besser gewesen wäre, weil wir damit grün wesentlich häufiger und wesentlich besser durchgekommen wären. Aber naja, gut, was soll's. Gegen Kirzu war es eine gute Option. Das heißt nicht, dass es gegen jedes andere Monster auch gut funktioniert. Aber ich glaube, jetzt ist es wirklich die Flosse eingeklappt. Wunderbar, jetzt wäre er fangbar. Das heißt, jetzt darf meine Bombentaktik auch tatsächlich funktionieren. Ne? Wir sind wie bei der Fallbombe, wie bei der Fallgrube vorhin schon. Auch diese Bombe ist einfach drei Ebenen im Schach vor euch. Das war knapp. Trust me. Mein Hardcore-Masterplan mit beiden Bomben wird jetzt gleich zu tragen kommen. Dafür nehme ich jetzt schon mal meinen Farbball hinaus. Er schwimmt ein bisschen rum, kommt aber direkt wieder raus mit einer Schallbombe. Ja, warum nicht? Let's go. Um ihn zu taunten. Denn dieses Geräusch wird ihn ohne Ende wütend machen. Nutze auch gerne zwei für. So wie Allen seine persönliche Fehde feiert. Und jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Schade, was aber absolut okay ist. Das war auch erst die erste Bombe. Wir haben ja noch die zweite. Auch die wird nachher noch 10 von 10 genial genutzt werden. Ach, nevermind, mein Bildmann Feuer ist bereit. Ja, dann war's das halt für dich. Die eine Bombe lasse ich dir als Sieg. Das sei dir gesagt. Als andere hast du nicht verdient. Man muss ja auch mal ausnahmsweise mal ein bisschen, so ein kleines bisschen, wie heißt das, solidarisch war das Wort, was ich vergessen habe. Schade, ich fühle mich an wie die FDP. Ein bisschen solidarisch mit seiner eigenen Verliene sein. Wenn die sich selbst schon mit einem Bombenfail heute heraustut, dann muss ich das natürlich auch machen. Es ist wie die Katze, so ihr Jäger. Und ganz ehrlich, ich habe bis jetzt die verdammten Frösche noch nicht wiedergefunden. Könnte auch stark vermuten lassen, dass es leider keinerlei Frösche
in der Wüste gibt. Auch das ist durchaus eine Aussage, hinter die ich mich beinahe stellen wollen würde. Ich hätte schon gerne den Donnerkäfer hier, die Insektenhülse. Lieber ein Insekt mit Inneres als ein Insekt, das nur noch aus Hülse besteht. Weisheiten des Sinus, gerade wenn man es essen will, die sind dann schleimig und vitaminreich, nicht nur knusprig und knackig. Was mich zu einem interessanten Thema bringt, was sehr schnell abgehakt werden könnte, was sehr schnell abgegessen werden könnte. Ich würde wirklich sehr, sehr gerne mal Insekten essen. Ich weiß, es gibt es immer wieder so, es gab sehr, sehr große Aufreger, als es an der EU erlaubt war. Mehlwürmer waren es, glaube ich, die als erste Insekten als Nahrungsmittel erlaubt waren. So, oh nein, wir werden jetzt den ganzen Mehl noch Würmer haben. Ah, Aber rein umwelttechnisch, rein nachhaltigkeitstechnisch ist halt Insekten einfach das Beste. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, es gibt mehr als genug davon. Und ja, wir sollten die auch nicht alle umbringen, aber die kann man relativ schnell nachzüchten. Auch der Anzahl an Nährstoffen, die man bekommt für den Anzahl an Platz, den man aufgeben muss zum Züchten, ist halt wesentlich geringer. Zudem haben Insekten auch wesentlich weniger intellektuelle Gedankengänge als Schweine, Kühe und Hunde, je nachdem, was man halt essen möchte. Was jetzt noch nicht heißt, okay, jetzt ist ein Lebewesen, ich darf es umbringen, auch die Diskussion kann man da führen, aber ich denke, die meisten Menschen werden akkord gehen, wenn man sagt, hey, ich würde lieber eine Mücke töten als eine Kuh. Allein daraus gehen, dass man das selber schon wesentlich häufiger getan hat. Außerdem, um mal auch die andere Seite zu befriedigen, weil ich befriedige gerne jeden, auch die andere Seite stimmt natürlich, dass je mehr, wenn wir einmal den bösen Weg gehen wollen. Und so als Menschheit uns überlegen, Mensch, let's go. Wir wollen auch wirklich einfach mal eine Evil Route gehen. Da muss man immer so viel wie möglich töten. Ich habe das Gefühl, dass wenn man irgendeinen Schwachsinn anbaut, auch nur irgendeinen Schwachsinn bei rauskommt. Ist das nicht wie bei mir im Garten. Ist schade. Ach, ein Drachensamen. Never fucking mind. Das war ein Pfefferschoten, oder? Zu mir fair, Drachensamen bräuchte ich auch eigentlich nur, wenn ich ein bisschen Gewehren zu spielen würde. Also können wir ein bisschen auf die sinnvolleren Dinge wieder gehen, nachdem ich jetzt einiges an die sinnvollen Dinge auch einfach mal verbraucht habe. Na gut, das heißt, wenn wir als Menschheit unsere KD höher kriegen wollen. Und ja, es gab da so ein paar Leute, die haben da schon sehr effektiv dran gearbeitet, aber halt, naja, hauptsächlich innerhalb der Menschen, das ist nicht ganz so erfolgreich, weil, naja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns selber umbringen, können wir nicht noch mehr Leute umbringen. Das ist einfach nicht nachhaltig. Deswegen macht es einfach viel mehr Sinn, andere Spezies umzubringen. Und je kleiner die Spezies, desto mehr kannst du auf engem Raum züchten. Das heißt, so ein bisschen Insekten essen, weißt du, wie unsere KD in den Himmel schießen würde? 10 von 10 genial. Dementsprechend wäre das mal ein Plan zu tun. Wäre relativ witzig, wäre relativ cool. Und ich würde das gerne mal austesten, wie lecker oder nicht lecker das ist. Aus mehreren Gründen. Einerseits, um es allgemein einfach mal zu wissen. Ich meine, wenn das irgendwann das Essen der Zukunft werden sollte. Bürst eure Wale, krieg mal hin. Bisschen Wassergewehr Lanze mit so ein bisschen grüner Schärfe, die am Ende nicht auch Eis werden wird. Ist doch eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, den geben wir direkt mal ein bisschen Farben. Können wir den Glaser direkt mal zeigen, wo hier der Hammer hängt. Vielleicht in einem anderen Gebiet, wo es einen Frosch gibt. Just saying. Und dann brauchen wir ein paar Burst Alovanas, bevor ich die mir jetzt alle kaufe und wir eh gerade was zu reden haben. Gehen wir mal ganz kurz ein bisschen unsere bombastischen Fische mitfangen. Dafür haben wir den scheiß Angelsteg ausgebaut, dass wir regelmäßig angeln gehen könnten. Auch wenn ich das regelmäßig vergesse. Ihr seid low tier, meine Freunde. Euch nehmen wir definitiv nicht mit. So sehr ich eine hohe KD haben möchte, gewisse Ansprüche habe ich dann eben doch noch. Gut, und dementsprechend, einerseits, um es allgemein mal zu wissen. Ich meine, es gibt Länder auf der Welt, da sind Insekten auch einfach eine Hauptnahrungsquelle mit, aus verschiedenen Gründen. Entweder aus historischen Gründen einfach so gewachsen oder weil kein anderes Essen da ist. Zum Beispiel, ich meine, es ist eine Galileo-Doku, also muss ich zu 100% korrekt sein. Aber ich habe mal eine Galileo-Doku gesehen über Afrika, schade. Und gerade zu den Heuschreckenplagenzeiten kann man halt einfach so ein großes, dickes Netz nehmen, macht tschick, tschick, tschick und hat einen Insektenburger. Und wenn die Heuschrecken jeglichen anderen Schwachsinn halt wegfressen, was willst du machen, außer auf Insekten umzusatteln? Und die sind halt immer noch auch Tiere, das heißt immer noch, glaube ich, tierische Proteine. Auf jeden Fall sind die schleimig und vitaminreich. Das habe ich mal gelernt, das muss stimmen.
alles, was in Disney-Filmen vorkommt, muss zu 100% korrekt sein. Zum Beispiel Schneemänner im Sommer. Um mal die neueren anzusprechen. Ist auch toll, wie diese eine Bürste an Novana die ganze Zeit um mich ringsrum zänzelt und ich einfach nicht rankomme. So, danke für nix, I guess. Das wird auch nicht besser. Ich bin wirklich kein guter Angler. Das muss man auch einmal so sagen, wie es ist. Und das macht es hier nicht besser. Aber ist okay. Wenigstens wehre ich mich nicht selber mit meiner kleinen Fassbombe ab. Heute nicht. Heute nicht. Na gut. Und dementsprechend, also es wäre ganz cool mal zu testen, weil man kann sie grundsätzlich essen. Sie sollten irgendwie in einer Art und Weise auch nahrhaft sein, auch wenn ich noch nie nachgoogeln konnte, wie viel Nährwerte eine Heuschrecke hat. Außerdem, ich glaube, die sind relativ crunchy. Und crunchy ist ein relativ geiler Geschmack. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man einen Crunchy Chicken Burger von so einem Kakerlaken-Burger unterscheiden kann, so wirklich. Vielleicht vom Geschmack her, ja. Aber ich meine jetzt von der Konsistenz schon relativ ähnlich. Und wie gesagt, es ist halt in allen Richtungen eine sinnvolle Ergänzung. Zudem, also wir wissen, ob sie allgemein schmecken und wie sie allgemein schmecken. Und ich glaube, ich könnte meinen Ekel, solange der Kopf weg ist, ein bisschen runterdrücken. Es ist nicht perfekt, ne? Keine Sorge, ich werde auch ein bisschen Ekel haben beim ersten 2-3 Malen. Ich habe auch schon mal Austern gegessen, die ja auch relativ insektennah sind, wo da die Austern dann noch drin sind. Und die sind super lecker, gab es übrigens in der Mensa, also Austern in der Mensa, what the fuck. Super lecker, außer wenn man hinguckt. Es ist wirklich so ein, sobald du hinguckst mit diesen Austern, siehst du dieses, ich glaube es war ein Austern, das war so ein bisschen wie so ein Insekt mit so kleinen Fühlern, was da so rausgeguckt hat, was du rauszutschen musstest. Es ist so... Aber mit Augen zu machbar. Und ich nehme an, dass es das erste Mal bei Insekten genauso sein wird. Im Großen und Ganzen. Zudem, was ein paar Leute, die mich kennen, vielleicht schon wissen, ich kann ja von Grund auf nicht riechen. Und dementsprechend ist mein Geschmackssinn auch ziemlich stark beeinträchtigt. Und... für mich könnte es literally wie Hühnchen schmecken. Und dann würde ich auch sagen, hey, scheiß auf vegane Alternativen, ich werde Insektenfresser, let's go. Ich meine, to be fair, auch die veganen Alternativen schmecken für mich fast 100% genauso wie die normalen Fleischsachen an vielen, vielen Stellen. Es gibt noch feine kleine Unterschiede, gerade Zubereitung ist unterschiedlich, das kann man dann die Konsistenz unterschiedlich merken, zum Beispiel bei Hack kriege ich es immer mal wieder mit, das ist doch irgendwie... ab und zu mal so normales Hack schon relativ geil ist. Auch wenn ich versuche, größtenteils die veganen Sachen zu nehmen. Komm, Kutkubohnen und dann braten wir unsere Rippen mit diesem Furz, der da durchbrettert. Let's fucking go. Bitte? Ja, es hat auch normal geschmeckt. Ah, schade. Ich weiß, auf der höchsten Niveau müssten wir eigentlich Fleisch mit Fleisch essen. Weiß nicht, ob es jemals irgendwann wieder dazu kommen wird. Dass ich so viele Katzen habe, die sind verkochen können. Bisher habe ich noch kein großes Vertrauen in irgendeine meiner Katzen. Was sehr, sehr schade. Wobei, to be fair, Allen hat auch wirklich... es ist echt schade. Allen hat im letzten Plesio of Part auch eine... oder vorletzten dementsprechend schon eine richtig, richtig geile Bombe geworfen. Und danach sich selbst getroffen. Und alles, was hängen bleibt, ist, dass sie selbst treffen. Und das ist wirklich ein bisschen schade.